ein bisschen hier variieren. Da knallt man immer mit dem Kopf gegen diese Wand, die ich da extra hingeplaced habe, damit man aufs Dach kommt. Dass man besser gegen das Eye of Cthulhu kämpfen kann. Hui! Vögel jagen, so. Eine Schrotflinte fehlt mir in dem Spiel irgendwie. Ah, da ist Pinky! Pinky droppt, glaube ich, ein Goldcoin, ne? Irgendwie sowas. Nee, jetzt nicht. Nicht? Nee, ich habe keins bekommen zumindest. Ich habe jetzt zwar relativ viel Silber, ich weiß nicht, wie ich so viel vorher auch schon hatte. Aber Goldcoin hat's jetzt keins ge... Nee, hat's nicht. Da ist ja noch mit Rüben links. Sorry. Nein, das war ein Steinblock. Das siehst du, glaub mir. Ja, es muss auf jeden Fall noch weiter rechts sein. Als wir vorhin schon im Dschungel waren. Wir müssen dann eh noch eine... Wir müssen dann nochmal, damit der Fabio seine... Willst du jetzt eigentlich die Shadow Armor haben, Fabio? Ja, klar. Gut, dann müssen wir nochmal gegen den Eater of Worlds kämpfen, dass der Fabio da genügend Shadow-Skills hat, um sich die craften zu können. Und für Tammy müssen wir dann nochmal in den Untergrund vom Dschungel. Und ich brauche noch mehr Meteoritenbarren für die Meteorite Armor. Weil die, glaube ich, sogar schwächer ist als die Goldrüstung. Weiß ich nicht. Muss ich mir da mal nochmal in Terraria-Wiki nochmal schlau machen. Ich glaube aber, die hat. Was mir gerade so einfällt. Die hat einige coole Debuffs, glaube ich. Ja? Also, falls wir irgendwann die Lichtschwerte nicht mehr brauchen, die trotzdem aufheben, aber die kann man noch aufrüsten. Ja, ich weiß, habe ich auch schon gelesen. Kann sie dann zum Lightsaber aufrüsten. Ja, ich heb das auf jeden Fall auf. Weißt du, wie teuer so ein Ding ist, hey? Edelsteine, alles mögliche. Sag mal, ist euer Lichtschwert eigentlich auch so klein wie meins? Schwingt es mal bitte kurz. Moment. Ja, okay. Ja. Ich dachte, ich hätte vielleicht eins abbekommen, das tiny ist. Der muss aber ganz schön weit rechts gelandet sein, hä? Meteorit. Ja, hier ein bisschen heller machen. Hui. Ha! Ah, Dayblum mitnehmen. Dayblum braucht man ja für die Iron Skin. Oh, schön. Was ist denn das hier? TF? Seit wann stehen die Dinger an der Oberfläche? Warte, ich hab Dirtblocks, da kommen wir rauf damit. Ja. Exakt. Oh, hier ist Corruption. Ah, wartet mal. Ich sehe hier Waterleaves, die nehme ich auch mal mit. Walmushroom, ja gut. Alter, man, zwei Corruption-Biome, hä? Das ist keine leichte Welt, muss ich dazu sagen. Ich sehe. Ach, hier ist er. Toll, kurz vorm Meer, ey. Warte mal, geh weg da, Fabio, ich werfe ein paar Bomben rein. Weil dann... Ha! Wah! Na, bevor man das jetzt hier alles mühsam abbaut, oder? Großteil durch von rechts kommt eine Krabbe. Ah! Den habe ich jetzt gar nicht gesehen. Da kommt noch eine. Achso, das ist die gleiche, du hast sie nicht getötet. Das ist die gleiche. Ey, du, die hat 40 Dingens. Mr. Krabs. Oh Mann.
Aber es ist eine wirklich sehr interessante Welt, die wir haben, und es ist wohlgemerkt eine kleine, ja, es ist eine Tiny World. Also stell dir mal vor, wir hätten hier die World Size Large genommen, also die größte. Jetzt, hallo? Hat's eine neue. Ist eine neue Krabbe gekommen? Ja. So. Boah, da waren wir jetzt ja relativ schnell. Ah, Vorsicht! Es sind hier so viele Ratten, ja gut, das ist mehr, aber... trotzdem. Ah, hier ist es dark. Diese Höhle könnte vielleicht interessant sein hier, aber die erkunden wir beim nächsten Mal. Warte mal. Oh, Korallen. Alter, da geht's aber echt tief runter. Oh, wie viele Jellyfishes hier sind. Ah, sie kommen zu mir? Nein, das wollte ich doch gar nicht. Na egal. Dann kriege ich wenigstens wieder Glowsticks. Sterbt. So, ihr dürft mir wieder eure Meteoriten überlassen. Ja, und den anderen Scheiß. Ich danke euch. So, schauen wir mal, was wir da draus zaubern können. Ja, bisschen was. ...57 Meteorite Bar. Da brauchen wir noch ein paar Meteoriten. Aber... eine gute Bilanz, Leute. Eine wirklich gute Bilanz. So. Dann gehe ich mal in die Kiste hier rein und tu da mal... Wild Mushrooms, Rotten Chunk. Ich will mal wetten, dass wir das noch brauchen. Das andere ist... Daybloom, Waterleaf, Daybloom Seeds, Blinkroot, Blinkroot Seeds, davon haben wir jetzt auch schon so derb viel, hä? Was mache ich denn mit dem Goldfisch? Also, wo kommt denn der Sand rein, Leute? Oben ist ein bisschen was, in der, wo alles drin ist. In der, wo gerade alles drin ist, die müssen wir dann auch nochmal auseinanderklamüsern bei Zeiten. Ist ja nicht so, dass wir nicht genug Kisten hätten. Nee. Deswegen ja. So, hier passt es so gerade noch rein. Habt ihr auch schon eure Miete bezahlt? Ich schon lang. Verdauernd Miete. Ja, mei. Ich bin halt ein teurer Zeitgenosse. Wir haben übrigens schon 25 Goldcoins, Leute. Aktuell kommen jetzt wahrscheinlich noch ein paar hinzu. Alles? Ja. 25 Goldcoin, 53 Silbercoin und 77 Coppercoins haben wir. Wir haben zwar diesmal keinen Life Crystal gefunden, aber ich finde, wir haben dennoch eine ganz gute Bilanz gemacht. Ich frage mich eher, als Steve den Life Crystal genommen hat, das fehlt ja dann uns, glaube ich, oder? Ja, mein Gott. Der eine Life Crystal, ehrlich gesagt, da ist Geschisse drauf. Weil wenn wir das nächste Mal den nächsten Endboss bezwingen, und ich will wetten, dass im Dungeon noch ein Haufen drinnen sind. Also, noch nie erlebt, dass im Dungeon keine Life Crystals waren. Aber ich mache mir jetzt auf jeden Fall mal, falls wir demnächst noch eine Höhlentour dann mal wieder anstreben, mache ich mir jetzt auf jeden Fall mal ein paar Fackeln. Soll ich euch auch gleich welche mitcraften? Auch gar keine. Fabio, du? Jo. 86, passt das? Ja, passt. Nee, ist zu wenig. Ja gut, dann haben wir jetzt 10 vor halb 5, Leute. Wollt ihr noch etwas machen oder sollen wir an der Stelle... Von mir aus können wir noch. Okay. Was können wir denn noch groß machen, sag ich mal.
Ich kann nochmal das Auge besiegen. Ah, wieso nicht? Kommt ein. Na gut, dann. Ich gehe wieder auf unser Hausdach. Ganz ehrlich, da kämpft sich's viel cooler als auf Steves Dach. Ach Mann! Jetzt fallen die ganzen Sterne beim Steve runter. Soll ich's erwecken? Jo, erwecken. Bin soweit. Ah! Ja, dann nehmen wir doch Steves Haus. Ah, stirb. Nein! Oh, Alter. Du bist viel. So. Gesnackt. So, nochmal. Naja, Spaß. Wieso denn nicht? Naja, wieso denn nicht? Ne? Jetzt können wir es ja. Ja, ja. Ein paar Demonite Bars können wir uns übrigens wieder machen. Gut, Runde 2. Naja, Runde 4. Dreimal haben wir schon getötet. Ich hab nichts von dem bekommen. Nee, ich hab alles gesnackt. Ich war geizig. Bin ein Arschloch, ich weiß. Ja. Aber weißt du was? Jetzt kann ich mal schauen, ob ich im Fabio seine Rüstung machen kann, weil jetzt habe ich mehr Demonite Bars bekommen. Warte mal. Was braucht man denn dafür alles? 15, 25, 20. Das könnt ihr hinhauen. Wir haben 32 schwache Heiltränke. Ja, dann gibst du mir, mache ich starke draus. Fabio, ich habe deine Rüstung schon. Sagst du nichts mehr, oder? Sagst du nichts mehr? Noch nicht. Sag danke. Bitte. Sag danke und ich liebe dich. Danke, ich hasse dich. Nee, sag erst danke, ich liebe dich oder ich zieh sie mir an. Dann zieh sie an. Ich bin nicht gay. Gut, wenn du sie nicht willst. Die hat um einiges mehr Defense als wie meine goldene Rüstung. Ich sag doch nicht zu dir, ich liebe dich. Ja, Mann. Haha. Tja, Fabio, Pech gehabt. Nee, Spaß, jetzt willst du sie haben oder nicht? Ja, schon klar. Ja, also, dann sag ich liebe dich. Ja, zieh dich aus, komm! Ja! Und jetzt lass die Hosen runter, perfekt! Und jetzt sag ich liebe dich. Komm, los, sag es! Nein. Sag es! Ich hab meinen Stolz, nein. Ja, genau, wenn ich die Aufnahme beende, sagst du es sowieso, also. Nein. Hier hast du. So, kannst du mir die silberne vermachen, wenn du möchtest. Die wollte ich eigentlich alle sparen, falls ich mal verrecke. Ja, gib sie mir, ich spare sie. Ich zeig dir, wie ich meine. Ne, nicht ein Sparschwein, warte, gib sie her. Gib her. Ja, toll. Warte. Warum hast du eine kupferne Rüstung dabei? Ne, keine Ahnung, da habe ich mal da reingelegt, falls ich mal wieder verrecken sollte, damit ich mit nichts runtergehe, das ist nicht so gut. Na gut, wir brauchen die Mannequins ja gerade für nichts, dann ziehe ich dem halt dabei eine kupferne Rüstung an. So. Fabio hat die erste Spezialrüstung übrigens. Was kann denn die? Mit welcher Waffe ist die eigentlich? Die ist mit diesen Shadow-Waffen ganz gut. Also alles, was halt... Und du hast ein After-Image while running. Ich schau gerade ins Terraria-Wiki. Du hinterlässt ein After-Image, wenn du rennst. Also ein Bild deines Afters. Nee, nicht so. Da lasse ich viel zu viel Fürze los. Tja. So, was hast du jetzt gesagt? Ich soll aus den Heiltränken große Heiltränke machen. Das lässt sich doch ganz locker machen. Und zwar indem wir diese Glowing Mushrooms nehmen, die Lesser Healing Potions alle einpacken und dann zur Alchemiestation latschen. Schon haben wir ein paar mehr.
paar davon behalte ich meinem Inventar, ich verteile die auch gern unter euch und den Rest tue ich dann wieder zurück. Jetzt fühlt er sich cool, der Fabi. Ich glaube, wir müssen ihn töten und ihm seine Rüstung wieder abnehmen. So, wie sieht's aus, Leute? Alle zurück ins Haus und Abschiedsgesang und Gelobe und was weiß ich noch alles. Tammy? Ah, okay. mein Sack lebt. Es macht sich selbstständig. Weißt du was? Das beenden wir jetzt hier. So. Headshot. Also beim nächsten Mal heißt es großer Bosskampf. Wir nehmen uns vor, gegen Skeletron zu kämpfen. Und wir siegen ihn natürlich auch, hoffe ich. Danach haben wir nämlich Zutritt zum Dungeon und können das plündern. Das und vieles mehr erwartet euch dann in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Together Terraria mit der Tammy. Ciao. Dem Fabio. Ciao. Und meiner Wenigkeit, dem Max, mit dieser wunderschönen Goldrüstung. Und mit diesen Worten verabschieden wir uns nun von euch. Ciao, Servus. Ciao. Ciao.